Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Sonjas Secrets. Also ich bin alles andere als eine gute Hausfrau und dass ich euch heute einen Haushaltstipp präsentiere, ist irgendwie aus der Not geboren. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber diesen Sommer hatte ich zu Hause eine Fruchtfliegenplage. Es war ekelhaft und ich bin tierlieb. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, überall Fruchtfliegen. Du hast irgendwas angefasst und schwupp, aus dem ganzen Pott kam eine Fliegenschar. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ihr eben zwei kleine Kinder habt. Bei uns stehen überall irgendwie Früchte rum. Sieht natürlich auch dekorativ aus und ich möchte darauf eigentlich auch nicht verzichten. Es liegt auch mal ein Apfelkrotzen irgendwo in der Ecke. Ist natürlich suboptimal. Und die Fruchtfliegen haben sich gefreut. Aber ich habe gehört, dass jetzt bei vielen meiner Freundinnen das ähnlich war. Ich weiß nicht, was in der Luft lag. Auf jeden Fall, was macht der gute Konsummensch, nachdem das versagt hat? Weil ich meine, diese kleinen Mini-Biester, die kriegst du ja mit der Fliegenpatsche nicht. Also das kannst du gleich an Akte legen. Hat nicht funktioniert. Man läuft in die Drogerie und fragt, haben wir was gegen Fruchtfliegen? Und dann bekommt man sowas Hübsches. Das klebt man dann dekorativ an die Fenster und dort fliegen dann diese Fliegchen hin und bleiben dran leben. Nachdem mein Dreijähriger, der noch nicht so ein ausgeprägtes ästhetisches Empfinden hat, zu mir sagte, Mami, das sieht aber hässlich aus, dachte ich, hat er eigentlich recht. Und habe mein blondes Köpfchen mal zerbrochen, was kann man machen gegen diese scheiß Fruchtfliegen? Und ich bin total stolz, denn ich kann zwar nicht kochen, aber eine gute Fruchtfliegenfalle, die kann ich bauen. Pass auf, die ist so easy, dass meine Mama gesagt hat, das wäre doch mal was für euren Blog. Also, ob ihr passt. Man nehme Blumenvasen oder irgendein Gefäß, das durchsichtig ist und länglich geformt. So, das ist sozusagen die Falle. Jetzt brauchen wir noch einen Köder für die kleinen Biester. Irgendwas, schaut mal, was nicht ein bisschen gammelig ist. Ich habe gerade in meinem Kühlschrank ganz hinten, es ist eine Schande, eine tolle, teure Mango, aber sie ist eigentlich nur noch Mango-Mus und suppt schon. Das kann man jetzt da unten sozusagen als Köder deponieren. Ihr könnt natürlich eben auch einen Apfelkrotzen, eine Bananenschale, irgendwas in dieser Art und Weise da reintun. Oder in die, jetzt meinetwegen, was sie gerne auch mögen, hier eine ganz weiche Zwetschge unten rein. Was übrig bleibt, rein damit, ganz unten. So, vielleicht noch zwei Tröpfchen Apfelsaft drauf, aber allein Apfelsaft funktioniert nicht. Und fertig ist die Fruchtfliegenfalle. Denn alles, was ihr jetzt noch braucht, ist ein bisschen Zeit. Denn die kleinen Biester werden das erschnuppern und werden dann da unten reinfliegen und hier überall am Rand sitzen. Und wenn die dann da sitzen, die sind nämlich auch flink, die kann man so nicht schnell batschen, das geht nicht, dann irgendwas oben drauf nehmen, Fenster auf und raus damit. Wenn ihr jetzt denkt, ich habe irgendwie einen an der Klatsch, es funktioniert nicht. Ich bin ja mittlerweile fast fruchtfliegenfrei, aber ich habe die ganze Zeit noch mal zwei Tage für euch gesammelt und den Restbestand gefangen. Warte. Seht ihr, so eklig sieht das aus. Unten irgendwie ein bisschen angegorenes irgendwas. Ich habe auch noch mal Wasser drauf gekippt beim Ausleeren. Und da am Rand seht ihr, na, ich würde mal sagen, so ein Dutzend habe ich doch noch zusammengesammelt. Und ihr könnt es euch nicht vorstellen, zu den Hochzeiten der Fruchtfliegenepidemie war das Ding hier voll mit Fliegen. Ja, unfassbar. Das Ding ist extrem effizient. Wichtig bei der ganzen Nummer ist, dass ihr diese Fruchtfliegenfalle nicht nur sozusagen ausschüttelt, damit die rausfliegen, sondern dass nach zwei Tagen der Köder erneuert wird und das Ganze sauber gemacht wird, denn die kleinen Fruchtfliegen, die werden da auch ihre Eier reinlegen und dann habt ihr keine Fruchtfliegenfalle, sondern einen Fruchtfliegenbrutkasten. Und das wollen wir ja nicht. Ja, und ich gebe jetzt diesen Rest, dem restlichen Dutzend nochmal die Freiheit. Wer brutal sein will, der schüttelt einfach einmal kurz auf und hat sie dann alle ertränkt. Aber ich dachte mir, mein Gott, die Vögel draußen brauchen auch was zu futtern. Und das ist Sonjas kleine Fruchtfliegenfalle. Sie funktioniert wirklich. Macht's einfach nach. Alles, was ihr braucht, ist eine längliche Vase, irgendeinen Plastikdeckel zum Draufbatschen und einen angegimmelten Fruchtköder. So einfach ist es. Und dann kann man sich das teure Zeug, wo habe ich denn jetzt? Wo klebt's denn? Der Mist. Hier.
kann man sich solche Dekorationen und vor allen Dingen das Geld dabei auch sparen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und probiert es einfach mal aus. Jedenfalls bei mir hat es super funktioniert. Ihr seht, keine Schwärme mehr in Sonjas Küche. Tschüss, das war's von Sonjas Secrets.